Freunde, ein Jahr lang haben wir uns jetzt nicht gesehen. Letztes Jahr im September waren wir ja auch alle hier im CineSpace und haben die große Ausweg gesucht Preisverleihung zusammen gemacht. Es war richtig schön, eure ganzen Beiträge durchzugucken. Das waren lustige Sachen dabei. Es waren tragische Sachen dabei. Das war so schön, hier mit euch allen zu chillen. Das ist dieses Jahr leider nicht möglich wegen Corona. Aber wir haben uns was Neues überlegt. Wir haben einen Ausweg gesucht und wir haben einen Ausweg gefunden. Viel Spaß bei unserer Show. Film ab. Ausweg gesucht 2020 ist also eine Herausforderung an uns alle. Die sechste Preisverleihung kann nicht wie gewohnt im größten Saal des CineSpace in der Waterfront in Bremen stattfinden. Wir können eure Filme nicht gemeinsam auf der großen Leinwand gucken und wir können uns nur vorstellen, wie ihr im feinen Zwirn vor euren Monitoren sitzt und mitfiebert, an wen die 7000 Euro Preisgeld diesmal gehen werden. Aber, und das ist das Wichtigste, wir sind da. Ja, wir sind hier in Bremen in den Pussdorf-Studios, in denen das Team von vom Hörensehen mit viel Fantasie und großer Liebe ein Setting auf die Beine gestellt hat, auf das ihr schwer gespannt sein könnt. Ich finde, das ist ein würdiger Moment für einen großen Applaus an das Team von vom Hörensehen. Danke, dass ihr diesen Ausweg gefunden habt und danke, dass wir alle da sein können, denn es lohnt sich. Ihr habt mal wieder gezaubert. Eure Beiträge sind von einem solchen Mut zum Abenteuer geprägt. Sie sind so wundervoll verschieden, so mutig, so persönlich, so unverschämt gut und so inspirierend. Ich bin wie immer baff, mit welchem anarchischen Spaß ihr euch im großen Topf der filmischen Mittel bedient habt. Ich kann nur den Hut ziehen. Respekt. Und damit wären wir auch schon bei einer anderen großen Veränderung. Ausweg gesucht ist dieses Jahr zum ersten Mal als Kreativwettbewerb an den Start gegangen. Und warum das so ist, das erzählen uns jetzt drei famose Menschen, die hinter all dem hier stehen. Dr. Wolfgang Ritter von der HKK, Oliver Peters vom Landesinstitut für Schule und Eiko Thiermann von vom Hörensehen. Wolfgang, was hat euch zu der Entscheidung gebracht, Ausweg gesucht in diesem Jahr als Kreativwettbewerb an den Start gehen zu lassen? Ja, wir standen vor zwei Herausforderungen. Zum einen mal die Pandemie mit den Kontaktverboten und den Beschränkungen, die einfach diesen Filmwettbewerb so in dieser Form, wie wir ihn gewohnt waren und mit den tollen Beiträgen so nicht möglich gemacht hätten. Und zum anderen wollten wir aber auch weiterhin die Kreativität der Jugendlichen anteasern. Wir wollten Beiträge haben, wir wollten uns mit dem Thema Gesundheit weiterhin auseinandersetzen. Und insofern war es nur folgerichtig, dass man den Wettbewerb öffnet, also auch eben für Maßnahmen oder für Strategien, die jenseits der Kontaktverbote liegen. Also dass man beispielsweise Texte einreichen konnte, dass man Bilder, Fotostrecken einreichen konnte. Und wie wir gesehen haben, waren das fantastische Beiträge im Bereich der Texte gewesen, waren das fantastische Beiträge im Bereich auch der Bilder gewesen und natürlich auch Videos, die mit den Beschränkungen im Hintergrund so stattfinden konnten, wie ich es mir eigentlich nicht vorgestellt hätte. Also das Thema Gesundheit und auch die ganzen Implikationen, die mit Corona dahinter standen, aber auch grundsätzlich das Thema Sucht und Konflikte sind famos bearbeitet worden. Alles richtig gemacht. Herr Peters. Oliver. Danke, Oliver. Gerne, Oliver. Das Format hat sich geöffnet. Das Thema auch. Ja, das Thema, wie es sich öffnet, konnten wir zu Anfang gar nicht wissen. Wir hatten ja überhaupt keine Ahnung am Anfang dieses Jahres auch, welche Themen auch mit der Corona-Krise für Jugendliche entstehen. Es war zu vermuten, dass Themen wie Einsamkeit, Isolation zum Beispiel einen viel stärkeren Stellenwert haben werden durch die Quarantäne, die verhängt worden ist, ja. Insofern war es richtig, auch nochmal die Formate zu öffnen, auch
weil es ja andere Ausdrucksformen sind, während Film ja was ist, was sehr häufig in Teams gemacht wird, wo man rausgeht, ist Schreiben ja zum Beispiel etwas einsames Geschäft. Und diese Öffnung und diese Idee hat sich ja letztendlich bewährt. Wir haben sehr viele Texte bekommen, die auch zeigen, dass diese Annahme, dass bestimmte Themen wie Einsamkeit und Isolation jetzt wichtiger geworden sind, Rechnung tragen. Alles richtig gemacht. Danke, Herr Peters. Eiko. Herr Mommsen. Moin. Herr Thiermann. Wie ist die neue Ausrichtung von Ausweg gesucht 2020 angekommen? Ja, wir haben es ja gerade schon gehört. Also super. Wir sind total begeistert. Wir waren auch ein bisschen nervös, weil wir nicht wussten, okay, was macht diese ganze Krise? Wir haben gemerkt, wir müssen reagieren. Wir wollen reagieren und haben den geöffnet, den Wettbewerb. Und es ist fantastisch geworden. Wir haben ja 85 Einreichungen. Wir haben uns verdoppelt im Gegensatz zum Vorjahr. Das ist für uns ein Wahnsinnserfolg. So viele tolle kreative Einreichungen. Ich glaube, wir werden es beibehalten. Ohne zu viel zu verraten. Aber das Gefühl sagt gerade, wir müssen so weitermachen. Text, Bild und Video. Fehlt da nicht eine Kategorie? Ja, Audio, genau. Wir haben auch Audio eigentlich eingeplant, aber wir haben tatsächlich keine Einreichung im Bereich Audio gehabt. Also was ist los mit euch? Ja, Radio, Podcast, haben wir auch gedacht, dass ein bisschen was reinkommt. War dieses Jahr nicht so, aber wer weiß, vielleicht nächstes Jahr. Woran es gelegen hat, kann ich nicht sagen. Aber ich kann sagen, dass zum Beispiel die Filmkategorie auch nicht gelitten hat unter der Öffnung. Wir haben wieder sehr viele Filmeinreichungen. Wir haben auch sehr viele Texteinreichungen, die mich persönlich auch sehr berührt haben und begeistert haben. Also diese Öffnung ist ein wahnsinniger Erfolg und wir machen weiter so. Alles richtig gemacht. Ich glaube, ich wiederhole mich. Ja, das waren die Köpfe, die hinter Ausweg gesucht 2020 stehen und auch hinter den letzten 6 Preisverleihungen. Vielen Dank, dass ihr uns treu bleibt. Danke, dass ihr eure Energie hier reinsteckt. Und jetzt würde ich mal sagen, wie versprochen, wir haben eine Menge vorbereitet, wir haben eine Menge Überraschungen für euch und die nächste stellt sich am besten erstmal selber vor. Dreht die Lautstärke lauter und begrüßt mit einem tosenden Applaus We Had to Leave.
Yes, die Verstärkung ist eingetroffen. Direkt aus dem Cinespace in der Waterfront, knallhart über die Weser geflitzt. Noch ein bisschen außer Atem, aber schon wieder trocken geföhnt. Meine Damen und Herren, Bianca Mastala, 1000 Sasser der gehobenen Unterhaltung. Hey. Ich hab's geschafft. Boah, das war ein Weg, aber ich bin echt gerannt. Ja. Gut gemacht. Schön hier zu sein. Ich habe schon gesehen oder gehört, du hast schon angefangen oder was? Ja, ich habe die Leute schon mal blutig gequatscht, die meisten haben abgeschaltet, aber ist okay. Für die zwei, die noch da sind, machen wir weiter. Guten Tag, ihr beiden. Ja, super geil. Dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los, oder? Ich habe auf jeden Fall Bock. Hast du Bock? Heiß wie Frittenfett. Dann lass uns doch mal den ersten Sonderpreis verleihen. So, hier ist doch viel gemütlicher. Der Sonderpreis Ausweg gesucht wird in diesem Jahr zum allerersten Mal verliehen und geht an einen Bildbeitrag mit schon ziemlich aktuellem Bezug. Die Jury hat sich nämlich für eine Fotogeschichte entschieden, die einen ziemlich persönlichen Blick auf den Mai 2020 wirft. Also einen Monat mit ersten Lockerungen nach den krassen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Schaut mal rein. Mega Idee, oder? Und die Umsetzung war auch richtig super. Hannover während der Corona-Pandemie. Und mir bleibt eigentlich auch gar nicht viel weiteres zu sagen, außer herzlichen Glückwunsch zum Sonderpreis Ausweg gesucht. Marcel Zollmer, 1000 Euro gehen an dich. Und ich glaube, der glückliche Gewinner ist auch ziemlich happy darüber. Im April 2020, als ich etwa mit meinem Fotoprojekt begann, hatten sicherlich viele nach einem Ausweg gesucht. Wir kannten das Coronavirus noch nicht so gut wie jetzt. Und wussten dennoch, dass wir schrittweise mit Öffnungen und Hygienekonzepten einen Ausweg gehen müssen. Auch ich für mich persönlich suchte nach einem Ausweg, um nicht ständig zu Hause zu sein und um mich nicht ständig mit mir selbst beschäftigen zu müssen. Als Fotojournalismusstudent war es für mich naheliegend, mit der Kamera rauszugehen, um spannende Eindrücke und Menschen zu fotografieren. All den Fotografierten möchte ich danken für ihr Vertrauen. Ebenso danke ich meinem Professor Lars Bauernschmidt, der uns im Studiengang auf den Wettbewerb aufmerksam gemacht hatte. Ich freue mich nun sehr, bei diesem Wettbewerb gewonnen zu haben und danke natürlich ganz besonders dem Ausweggesucht-Team und natürlich der Jury. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt begrüßen wir an dieser Stelle niemand Geringeren als die Senatorin für Kinder und Bildung, Frau Dr. Bogedan. Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Wettbewerb Ausweg gesucht, sehr geehrte Damen und Herren, Corona macht alles anders, so auch hier, diesmal mit einer Videobotschaft von mir. Ich freue mich, dass unter diesen schwierigen Bedingungen wieder so viele Beiträge eingegangen sind. Wichtiger denn je in diesen Zeiten ist es, ein Sprachrohr für Jugendliche, ein Ort zu haben, in dem man sich ausdrücken kann, ein Medium zu haben, mit dem man Gefühle, Eindrücke, Erlebnisse verarbeiten kann.
Das alles ist wieder mal auf vorbildliche Art und Weise passiert. Ich bin sehr beeindruckt von den Beiträgen und freue mich sehr, dass so zahlreich teilgenommen wurde. Corona, ich habe es schon gesagt, macht vieles anders. Und Corona ist sicherlich für viele auch ein krisenhafter Einschnitt im Leben gewesen. Ich hoffe, dass wir das Beste aus diesen Zeiten machen können. Ich setze mich weiter dafür ein, dass alle Schülerinnen und Schüler jetzt wieder den Zugang zu Bildung haben, ihre Freunde treffen können und dass wir so viel Normalität wie möglich bieten können. Es geht um die Rechte von Kindern und Jugendlichen, um nicht mehr und nicht weniger. Vielen Dank, Frau Dr. Bogedan. Kommen wir zur ersten neuen Kategorie von Ausweg gesucht 2020, die Kategorie Bild. Wenn dir verboten wird, deine Geschichte so zu erzählen, wie du sie empfindest, dann ist es ein Gewinn, wenn jemand den Mut und den Blick hat, das für dich zu tun. Die erste Preisträgerin in der Kategorie Bild sagt, dass Fotografie für sie eine Sprache ist, mit der sie am besten ausdrücken kann, was sie beschäftigt. Und sie hat diese Sprache eingesetzt, um uns von jungen Ballerinas zu erzählen, die aufgrund ihres kulturellen Hintergrunds nicht einfach ausdrücken können, was sie wollen und wie sie es wollen. Für viele von uns hier kaum vorzustellen und deswegen ein wichtiger erster Preis für die Kategorie Bild. Seht selbst. May I Have This Dance gewinnt 500 Euro in der Kategorie Bild. Herzlichen Glückwunsch, Shirin Abedi. Und heute ist sie hier bei uns, nicht live, aber in Farbe. Dieses Bild hängt seit über 8 Jahren schon an meiner Wand. Und ich kaufte es mir bei meiner ersten Reise in den Iran ohne meine Eltern. Ich glaube, das zeigt ganz gut, wie sehr mich schon der Tanz und das Ballett immer fasziniert haben. Und ich habe auch selber eigentlich immer ganz gerne getanzt. Ich durfte das aber längere Zeit nicht machen wegen meinem kulturellen Hintergrund, wodurch ich ganz gut nachempfinden kann, was meine Ballerinas, ich fotografiert habe, erleben und fühlen. Und dadurch wollte ich ihnen eine Bühne mit meiner Arbeit schenken, die ihnen oft verwehrt blieb. Ich habe mich für die Fotografie entschieden, weil das die Sprache ist, die ich am besten beherrsche und auch am liebsten spreche. Und möchte mich ganz herzlich bei der Jury bedanken für diese Auszeichnung und meiner Familie und meinen Dozenten, ohne die dieses Projekt nie realisiert worden wäre. Vielen Dank. Thank you.
Ich würde sagen, ich habe mal wieder ein bisschen Bock auf bewegtes Bild. Und zwar gibt es direkt in jeder Kategorie, also jung und alt, zwei Preise zu verleihen. Und wir fangen direkt mal an mit den 15- bis 17-Jährigen in der Kategorie bester Film. Der Downer dieses Jahres war und ist ja leider immer noch, na klar, die Corona-Krise. Die schränkt immer noch unseren Alltag ziemlich ein, macht auch hier und da noch ein bisschen schlechte Laune. Und der nächste Beitrag hält uns aber nicht das Negative vor Augen, sondern so ein bisschen das Positive. In dieser Videocollage wird nämlich einfach die schöne Seite, wenn es die überhaupt gibt, von dieser Krise betont. Es geht darum, ja, die kleinen Schlaglichter in unserem Alltag wertzuschätzen, vielleicht wieder ein bisschen Hoffnung dazu zu gewinnen. Und die Teilnehmerin hat es richtig schön hingekriegt, ausnahmsweise mal den Fokus darauf zu legen. Unsere Jury findet das natürlich wunderschön und ihr bestimmt auch. Wetten, Film ab. Es war nur eine Frage der Zeit. Das Coronavirus ist erstmals auch in Deutschland nachgewiesen. Das Thema dieser Tage und Wochen ist das Coronavirus. Das Coronavirus schränkt das öffentliche Leben in Deutschland mehr und mehr ein. Eine bundesweite Ausgangssperre soll es nicht geben. Doch künftig gilt ein äußerst striktes Kontaktverbot. Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Ich lerne in dieser Zeit, wie wertvoll ein Leben ist. Meins wird durch die Corona-Krise zum Glück nicht dramatisch verändert. Es sind jetzt die kleinen Dinge im Leben, die mich glücklich machen. Ich merke, wie schön es ist, in der Natur zu sein. Freunde zu treffen, ist auf einmal etwas Besonderes. Und auch in die Schule gehen macht nicht mehr wirklich Spaß. Selbst in den Urlaub fahren ist nicht mehr ganz so erholsam. Masken und Abstand sind jetzt fast Normalität. Und trotzdem machen wir das Beste daraus. Ich habe zum Beispiel zum ersten Mal den Sonnenaufgang gesehen. Und am Strand ist mir dann etwas klar geworden. Unsere Aufgabe ist es, egal in welcher Art von Krise, ruhig zu bleiben. Einmal tief durchzuatmen. Nicht nur die Dinge von außen absorbieren, sondern auch die eigene Umgebung wahrzunehmen. Und ab und zu könnten wir uns vielleicht an alte Worte erinnern. Ein Zitat von Luise Rinser: Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Und vielleicht ist diese Welt ja auch wandelbar zum Besseren.
Also Freunde, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir hat das Ganze jetzt sogar schon ein bisschen gute Laune gemacht. Also die Corona-Krise immer wieder für Überraschungen gut, würde ich sagen. Und was ich auch sagen würde, herzlichen Glückwunsch zum besten Film 15 bis 17 Jahre, Anna Behnke. Und Anna freut sich auch schon richtig über die 500 Euro. Hallo, ich bin Anna Dahlia und ich habe vor ungefähr 10 Minuten den Anruf erhalten, dass ich beim Kreativwettbewerb Ausweg gesucht gewonnen habe und ich freue mich sehr, sehr doll. Ich bin noch ein bisschen im Nachschock und ja, damit habe ich nicht gerechnet. Also vielen, vielen Dank. Ich habe mich für die Kategorie Video entschieden, weil ich seit 2 Jahren fotografiere und eben mal was Neues ausprobieren wollte. Und Corona ist eben die aktuellste Krise, die mein Leben beeinflusst. Deswegen war auch der Inhalt relativ schnell klar. Genau, und die Musik habe ich dann auf YouTube entdeckt. Deswegen nochmal Danke an Jakob Ladegard für die Lizenz, die zu benutzen. Und danke auch an Mama, Frau Tovalutin, Mia und Jasmin für die Unterstützung. Schön, es ist immer so toll, eure glücklichen Gesichter zu sehen. Und ich würde sagen, wir machen damit nochmal direkt weiter und vergeben den zweiten Preis in der Kategorie 15 bis 17. Im nächsten Kurzfilm geht es um die tragische Geschichte von einem zutiefst verzweifelten und auch trauernden Jungen, der sowohl seinen Vater als auch seine Schwester verloren hat und somit nichts Positives mehr in seinem Leben finden kann. Und ehrlich gesagt, könnte ich wahrscheinlich in seiner Situation auch nicht. Seine Trauer geht sogar so weit, dass er Suizid in Erwägung zieht, also richtig harter Tobak, aber vor allem auch wirklich krass inszeniert durch ein Zusammenspiel aus Sounds, aus Musik, Licht und auch Kameraführung. Und ich finde, und die Jury findet vor allem, das ist eine Auszeichnung wert. Und deshalb Film ab. Ich habe sie schon gehört. Wer ist da? Ich bin Laura. Du? Was machst du hier? Ich gehe öfters nachts spazieren. Ich mag die Ruhe. Alleine? Ja, alleine. Wie alt bist du denn überhaupt? 14. 14.
Meine Schwester auch. Vielleicht kenne ich sie ja. Nee. Wie, nee? Weil sie auch alleine ist. Was heißt das? Ich sehe ein, dass du mir helfen willst, aber ich will nicht gerettet werden. Warum ist sie alleine und gerettet werden? Ich brauche kein Mitleid. Ich brauche keine Hilfe. Ich habe kein Mitleid, wenn ich nicht weiß, worum es geht. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Du hast so viel, für das es sich zu leben lohnt. Alle haben so viel. Leben? Leben? Ich habe keinen Vater. Ich habe keine Schwester. Du willst sterben. Oder Fali. Fesselnde und düstere Atmosphäre und dann am Ende so ein krasser Plot-Twist. Mega schön geworden. Deswegen gibt's für Ben Moore und sein Team Finn Püschel, Live Schmidt und Sebastian Spitzek auch 500 Euro von uns. Und die vier haben uns sogar eine kleine Videobotschaft zukommen lassen. Komm auf dem Filmset von Bund. Ich bin Ben und ich habe die Regie und die Kamera gemacht. Hi, ich bin Live und ich habe das Licht und die Requisite gemacht. Moin, ich bin Sebastian. Ich habe mich um den Ton gekümmert. Hi, ich bin Finn, ich kenne dich ja schon und wir stellen euch jetzt die Hintergründe zu unserem Beitrag vor. Wir haben uns für das Format Video entschieden, da wir in unserer Freizeit wie auch in der Schule sehr viel Spaß am Filmen haben und uns die Gelegenheit einer professionellen Rückmeldung nicht entgehen lassen wollten. Wir haben uns von der Moral zu sehen, was man hat und nicht, was man nicht hat, leiden lassen. Wir finden, dass Personen, insbesondere Jugendliche, sich dessen in vielen Situationen nicht bewusst sind. Die bedingte Corona-Situation hat uns natürlich auch getroffen. Wir mussten unter anderem einige Drehtage verschieben und haben uns eigene Requisiten gebastelt, die wir nicht besorgen konnten. Wir würden uns gerne bei allen Beteiligten, die uns beim Dreh bis spät in die Nacht noch geholfen haben, bedanken. Und letztendlich natürlich nochmal ein vielen Dank an Ausweg gesucht, dass er uns zum ersten Platz für das beste Video ausgewählt hat. Wie ist denn das eigentlich bei Ausweg gesucht? Wer bewertet die ganzen Einsendungen und wie läuft so ein komplettes Bewertungsverfahren eigentlich ab? Fragen über Fragen, aber zum Glück kann mir die jemand beantworten, nämlich Hanna Göbel, Teil des Ausweggesucht-Jury-Teams. Hanna, hi erstmal. Hallo. Im LIS, also im Landesinstitut für Schule Bremen, bist du ja speziell im Bereich für Gesundheit und Suchtprävention tätig. Das heißt, du könntest so ein bisschen den Titel der Expertin für Krisen dich damit identifizieren, ne? Fällt es dir eigentlich dann leicht, so die ganzen Beiträge für Ausweggesucht zu bewerten? Also irgendwie halbe Stunde einmal alles durchgucken, schnell konzentrieren und dann bist du durch? Naja, also das stimmt natürlich, dass ich mich mit in meiner täglichen Arbeit tatsächlich so mit der Frage nach Bewältigungsstrategien beschäftige. Also was hilft in schwierigen Situationen im Leben und wie kann man das lernen? Aber das bedeutet nicht, dass die Juryarbeit leicht fällt. Also überhaupt nicht. Das liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass es wirklich total viele gute Beiträge gibt, dass die total unterschiedlich sind. Und ich finde die Juryarbeit sehr herausfordernd. Ich selber habe mir da so 3 Tage für Zeit genommen, also von der ersten Sichtung der Texte, ich war in der Textjury, bis dann eben zu meinem persönlichen Ranking sozusagen. Und ja, also es ist eine sehr intensive Arbeit, sehr zeitintensiv eben, aber auch sehr fesselnd und nicht einfach, nee. Krass, ey, 3 Tage. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so lange dauert. Und wie geht's dann weiter, wenn du deine persönlichen Favorites quasi abgearbeitet hast? Ja, dann gibt es auch noch ein Jury-Treffen, wo wir alle zusammenkommen. Das ist für uns super spannend, weil wir dann eben auch erst erfahren, was
ja, quasi das Ergebnis aller Jurymitglieder dann insgesamt ergeben hat. Das ist natürlich spannend, dann auch zu sehen, ob die eigenen Favorites auch ja, oben gelandet sind. Und dann wird ganz viel diskutiert. Und wir kommen ja aus unterschiedlichen Bereichen. Also es gibt eben Leute, so wie ich, die sicherlich eher einen Fokus auf die Inhalte haben. Andere haben eher einen Fokus auf die technische Umsetzung oder so, weil sie vielleicht selber Filmemacherin sind oder ähnliches. Genau, und da wird viel diskutiert. Vielleicht so als Anekdote aus diesem Jahr, also weil du warst ja selber dabei, wegen Corona haben wir uns draußen getroffen. Eigentlich sollte das online stattfinden, das Jurytreffen. Und dann war aber schönes Wetter angesagt, wir haben uns draußen getroffen und dann war es aber super kalt. Ja, stimmt. Wir saßen da alle zitternd und bibbernd, aber alle sind bis zum Ende geblieben, weil ich glaube, dass das auch wirklich allen eine Herzensangelegenheit ist, dass wir alle am Ende mit dem Ergebnis zufrieden sind und aus allen fachlichen Perspektiven sozusagen ja, darüber auch gesprochen wurde und wir am Ende uns einigen können. Auf jeden Fall. Ja, krass. Also alles ganz hochoffiziell, liebe Freunde da draußen, dass ihr euch nicht wundert, wie wir hier zu unserer Bewertung kommen. Danke dir, Hanna. Gerne. Und ich gehe mal wieder rüber zu Olli, der guckt sich nämlich mit euch jetzt mal die besten Filme in der Kategorie 18 bis 25 Jahre an. Auf den nächsten Gewinnbeitrag hat die Jury lange gewartet, denn hier trifft Realfilm endlich auf Animationsfilm. Beide Welten, Realität und Fiktion, verschwimmen immer mal wieder miteinander und unterstreichen so eine Erfahrung, die wir alle schon mal gemacht haben dürften, zu lernen, sich selbst zu verzeihen. So viel Aufwand und Geduld verdient einen Preis. Film ab. Spring. Nein. Ich habe gesagt... Spring! Nein. Warum nicht? Es ist der einfachste Weg raus. Du hast es verdient. Es war nicht mein... Ich wollte das nicht. Dafür ist es jetzt zu spät. Es ist passiert, ob du es wolltest oder nicht. Aber es war nicht meine Schuld. Oh doch, das denken sie alle. Aber ich habe ihnen doch alles erklärt. Und mich bei ihnen entschuldigt. Sie haben gesagt, sie brauchen halt Zeit. Sieh es ein, sie werden dir nie verzeihen. Es war unverzeihbar. Aber sie sind doch meine Freunde. Freunde verzeihen einander. Waren. Sie waren deine Freunde. Du hast niemanden mehr. Also, spring. Wenn ich springe... Dann werden sie auch nicht wieder meine Freunde. Nein, du hast auch keine Freunde verdient. Aber wenn du springst, dann hören endlich diese schrecklichen Schuldgefühle auf. Das willst du doch, oder? Ja.
Worauf wartest du? Spring. Ich kann das nicht. Natürlich kannst du es. Alles, was du brauchst, ist ein kleiner Schubs. Ich verzeihe dir. Bester Film in der Kategorie Film 18 bis 25 Jahre geht an Nils Rehse und seinen Film Schuld. Und hier ist er, nicht live, aber in Farbe. Vielen, vielen Dank. Als erstes möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei der Jury von Ausweg gesucht bedanken. In dieses Projekt ist mindestens genauso viel Zeit wie Herzblut geflossen. Insofern bin ich wirklich überglücklich, dass es anscheinend gut angekommen ist. Für mich persönlich sind es oft schon kleine Dinge, die ich getan habe, für die ich mich schuldig fühle und selbst fertig mache, selbst wenn die andere Person es mir wahrscheinlich gar nicht übel nimmt. Insofern wollte ich es auch jedem und jeder ZuschauerIn überlassen zu entscheiden, für was sich der Charakter schuldig fühlt. Durch Zeichentrick konnte ich Szenen drehen, die sonst so nicht möglich gewesen wären, und vor allem konnte ich komplett unabhängig arbeiten, was in der Zeit von Corona sehr praktisch war. Zum Schluss möchte ich mich noch bei allen Personen bedanken, die mir über den langen Entstehungsprozess hinweg Feedback gaben. Insbesondere mein Freund Mark Kitchingman und meine Geschwister Morlin und Torben Rehse. Wir kommen zum zweiten Gewinner in der Kategorie Film 18 bis 25 Jahre. Unser nächster Gewinner hat etwas geschafft, was ich liebe. Du hast das Gefühl, du steckst in einer Zeitschlaufe. Du hast das Gefühl, du siehst immer wieder das Gleiche. Und doch ist es anders. Kleine Veränderungen geben dem ganzen Film plötzlich eine ganz neue Perspektive. Kleine neue Informationen ändern die Perspektive, ändern die Situation. Wenn du denkst, du hast schon alles gesehen und alles gehört, verändert teilweise in diesem Film nur ein Wort deine ganze Perspektive. Ich liebe den. Film ab. Die Dunkelheit. Die Stille. Die Schritte. Der Mann. Die Augen. Die Berührung. Das Rot. Das Lachen, der Zug. Stopp, nochmal zurück. Die Dunkelheit, die Stille, die Schritte, der Mann, die Augen, der Schlag, das Rot. Die Fliege, die Berührung, der Stoff,
der Schein. Das Lachen. Der Zug. Shit. Nochmal zurück. Die Dunkelheit. Die Stille. Die Schritte. Der Mann. Die Augen. Der Schlag. Das Rot. Die Fliege. Die Entscheidung. Der Schein. Der Stoff. Die Berührung. Das Lachen. Der Zug. Das Geräusch. Verdammt. Die Dunkelheit. Die Stille. Die Schritte. Der Händler. Der Schlag. Das Rot. Die Fliege. Sein Stoff. Die Berührung. Kein Schein. Die Entscheidung. Seine Augen. Der Zug. Das Geräusch. Dieses verdammte Geräusch. Der Bahnhof. Die Dunkelheit. Die Stille. Die Schritte. Der Dealer. Der Stoff. Die Entscheidung. Seine Hand. Meine Hand. Seine Augen. Der Kampf. Die Berührung. Ich fliege. Der Schlag. Der Schein. Der Zug. Das Rot. Die Stille. Die Entscheidung. Die Entscheidung. Die Entscheidung. Die Dunkelheit. Die Stille. Die Schritte. Der Dealer. Der Stoff. Die Entscheidung. Der Zug. Die Stille. Die Dunkelheit. Der zweite Gewinner in der Kategorie Film 18 bis 25 Jahre und damit 500 Euro gehen an Oliver Nack und sein Team und den Film Der Zug. Und hier ist er, bei uns, nicht live, aber in Farbe. Vielen lieben Dank. Wir, das 4Frames-Team, das sind Kevin, Olli und ich, Manuel, möchten uns recht herzlich bei Ausweg gesucht für die Platzierung unseres Kurzfilms Der Zug bedanken. Die Produktion war allerdings nicht nur durch uns drei ermöglicht worden, sondern auch durch euch, die Schauspieler und vielen Crewmitglieder. Wir hatten einen Nachtdreh, wie ihr gesehen habt, der war extrem fordernd. Und deswegen nochmal großes Lob, dass ihr uns alle so tatkräftig und toll unterstützt habt. An der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch an alle anderen Preisträger. Wir sind schon sehr gespannt auf eure Beiträge. Und warum wir uns für das Thema Drogen entschieden haben, ist, weil das Thema momentan aktueller denn je ist. Beispielsweise ist in diesem Jahr die Zahl der Drogentoten wieder massiv angestiegen. Und auf der anderen Seite kann man mit dem Thema Drogen natürlich auch einen sehr spannenden Film drehen. Ja, und was die Organisation angeht, hatten wir dieses Jahr tatsächlich nur ein relativ großes Problem und das war die Location-Suche. Da hat uns die BSAG aber toll unterstützt. Herzlichen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder im CineSpace. Und auf diesen Spruch habe ich mich die ganze Zeit gefreut. Live und in Farbe, we had to leave.
We Had to Leave waren das hier auf unserer Ausweg gesucht Bühne. Drei Songs haben wir bisher schon von denen gehört und ich habe mir jetzt einfach mal rausgenommen, mich hier mit auf die Bühne zu stellen und ein bisschen mit den Jungs zu quatschen, mit Julian zum Beispiel. Hi. Hi. Guten Tag. Hallo. Schön, dass ihr hier seid. Danke. Voll krass, ich habe mir durchgelesen, was wie eure Songs so heißen. A Lack of Confidence, Blood in the Sink. Düster ein bisschen, oder? Düster auf jeden Fall. Ja, ich schreibe gerne schlimme Texte. Schlimme Böse. Texte. Könnt ihr aber auch so ein bisschen zu Ausweg gesucht passen, oder? War das Zufall? Ist sicherlich Zufall, aber es passt auf jeden Fall. Total, genau. Man sucht irgendwas. Man hat Schwierigkeiten und verarbeitet es in Texten. Irgendwie so in die Richtung, genau. Worum handelt es jetzt genau in diesen Texten? Ich würde sagen, klassische so Bandthemen. Heartbroken muss da immer drin sein. Mhm. Auch so Kommunikation, Misskommunikation. Bei uns klappt es, glaube ich, gerade ganz okay. Aber sonst... wenn es mal nicht so klappt, schreibt man es auf. Stimmt, das kann man auf jeden Fall gut machen. Alles klar, also kreativer Output. Wie kam es jetzt zu solchen düsteren Songs bei euch? Persönliche... Es ist nicht immer, nicht immer biografisch. Ich versuche mich immer so ein bisschen reinzufühlen. Also eigentlich eher so, natürlich ein bisschen was von einem selber ist immer drin. Aber wenn man sich das durchliest und dann denkt, oh Julian, dir geht es aber richtig schlecht, dann ist das nicht der Fall. Also mir geht es eigentlich noch okay. Hey, ich bin ganz froh, dass es dir okay geht. Wunderschön. Dann können wir uns ja noch nachher den nächsten vierten Song anhören. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit dem nächsten Sonderpreis. Und ich gebe mal rüber zu Olli. Und ich glaube, der hat sogar einen Gast. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Hier in Pustorf erscheint der Glamour. In Form von Conny Holsten von der Landesmedienanstalt. Juhu, du bist wieder da. Ich freue mich sehr. Dankeschön. Kleiner ging's nicht. Ist auch sehr schön, dich zu sehen. Freut mich. Also, der Sonderpreis der Landesmedienanstalt. Danke, Olli. Ich habe jetzt die große Ehre, den Sonderpreis Young Professionals der Bremischen Landesmedienanstalt anmoderieren zu dürfen. Und jetzt wird es richtig emotional. Der Film nimmt uns mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Mal sind wir sehr berührt und mal schämen wir uns fremd. Und er handelt von einer Sehnsucht, die tief unten in jedem von uns steckt, nämlich das Bedürfnis, sich zu Hause willkommen zu fühlen. Und er handelt von Alltagsrassismus. Film ab! Que saudade que eu tava da senhora. Ich habe dich sehr, sehr vermisst, mein Sohn. Okay, ah, monsieur. Tá bonita, você. Das passt nicht hier. A senhora tá muito alemãzinha. Ja, das bin ich. Das ist sehr wichtig, dass wir jetzt nur in Deutsch sprechen. Du musst dein Deutsch verbessern. Okay, Frau Müller. Mach ich. Hallo, Lisa, richtig? Hi, ja. Hi. Setz dich. Dankeschön. Ich habe schon einen Kaffee bestellt, ist das okay? Ja, super, danke. Und wie geht's? Sehr gut. Das freut mich. Seit wann bist du denn hier in Deutschland? Ich bin hier ungefähr ein Jahr. Und hast du vorher schon mit einem Tandem geübt? Es ist mein erstes Mal. Dann würde ich dir so ein paar Fragen stellen, dass wir ein Gespräch führen und dann kann ich dich korrigieren. Perfekt. Wie gefällt es dir denn hier in Deutschland? Ist echt sehr schön, Mom. Ja, das stimmt. Aber du hast noch nicht die Angst gesehen. Ah ja? Ich bin sehr gespannt. Fühlst du dich wohl? Es ist bestimmt ganz anders als in deiner Heimat. Então tá bom, depois eu falo com você. Tá, pode deixar, fica tranquilo. Hallo? Das geht doch ein bisschen leiser, oder? Warum seid ihr immer so laut? Wir sind hier in Deutschland. Es ist bestimmt schwer, hier neu zu starten mit einer anderen Kultur und Lebensweise. Ja, neu starten ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich
ist mich selbst und mein Platz hier zu finden. Wo wäre der? Aber você pode falar em português se quiser. Um lugar onde não precisasse me sentir diferente. Só por eu ter nascido em outro pedaço de terra, entende? Auf Deutsch sagt man, ein Ort, an dem du dich nicht fremd fühlst. Willst du mir vielleicht von deiner Familie erzählen? Ja, also, ich lebe immer noch mit meiner Mutter zusammen. Die lebt hier seit 2 Jahren. Weil wir gerade von Familie sprechen, da kommt mein Papa. Hallo, Schatz. Hallo. Na, wie geht's dir? Gut. Hallo. Hi. Kennen wir uns? Ich glaube nicht. Also, sorry, ich muss los. Okay. Uns, ne? Ja, tschüss. Ist alles okay mit ihm? Ich weiß nicht. Hey, stopp! Wer bist du? Wohnst du hier? Sie sind die Hausmeister? Nein, ich bin Bewohner hier. Aber in letzter Zeit sind immer so viele fremde Menschen hier. Lass gut sein, komm rein. Unglaublich, was in dieser Stadt passiert. Lässt mich mal nach Asien aus. Eu tentei, mãe. Mas eu tô cansado disso aqui. Eu sei, meu filho. Nós sabíamos que não seria fácil. Eu não aguento mais me sentir como se eu não fosse bem-vindo aqui. Você. O que tem de errado comigo, mãe? Não tem nada de errado com você. Eu não consigo me sentir confortável aqui, mãe. Como assim, Luan? É como se as coisas estivessem sempre no lugar errado. Como se elas nunca tivessem 100% ajustadas. É porque você ainda não está adaptado, meu filho. Com o tempo você vai se ajustar, você vai se integrar ao país, à cultura. Tendo que abrir mão da minha própria cultura, mãe? Não, Luan. Você vai levar uma vida normal, como eu, meu filho. Eu sou uma pessoa integrada. Mãe, a senhora tem certeza que está 100% integrada aqui? Sim, absoluta. Eu tenho minha vida, meu trabalho, meus amigos. Quantos amigos a senhora tem? Ah, Luan, eu tenho muitos. Você conhece. Quantos amigos alemães a senhora tem, mãe? Luan, para! Mãe, eu sei que é só um pedaço de terra dividindo esses dois mundos. Mas eu tenho medo de terminar minha vida despedaçada e dividida entre duas culturas. Isso é normal, meu filho. Todo estrangeiro vive esse tipo de conflito, mas um dia isso passa. E você é feliz aqui, mãe? Isto não importa. Nem todas as nossas escolhas são fáceis. O importante é saber o que quer. Eu sei o que eu quero. Só quero me sentir em casa, mãe. Wow. Diaspora von Jonata Branches. Versuch mal ein paar Worte zu finden. Conny, warum verdient Diaspora den Preis der Bremischen Landesmedienanstalt? Ja, ich glaube, was die filmische Erzählweise angeht, was die Professionalität angeht, hat der Film das sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er diesen Preis mehr als verdient hat. Und er tut eben das, was ein guter Film tun muss. Er berührt und er macht nachdenklich, er macht auch ein bisschen wütend, also er löst Emotionen aus und er ist einfach top gearbeitet. Also man merkt, dieser Preisträger wächst eigentlich fast schon aus Ausweg gesucht raus und ist reif für den nächsten Emmy. Da kommen wir gleich noch drauf. Eure Arbeit von der Landesmedienanstalt und dieser Film, wo sind Parallelen? Wo berührt ihr euch? Ja, leider ist mittlerweile das Thema Rassismus auch ein großer Gegenstand unserer Arbeit. Wir kennen alle die Problematik rund um Fake News, rund um Hate Speech, also Desinformation. Da geht es auch sehr stark darum, nicht zu resignieren und nicht den Rassisten das Netz zu überlassen. Wer hätte gedacht, dass Social Media da so eine Wucht und so eine Kraft auslösen würde? Und unser Job ist es auch da, für Rechtsdurchsetzung zu sorgen, aber auch
aufzuklären und Mut zu machen, damit nicht das Thema Rassismus immer und immer wieder aufgeschoben wird, sondern ich bin fest davon überzeugt, wir müssen uns jetzt darum kümmern. Und darum sind wir auch froh, dass mit so einem Film das aufgegriffen wurde, als Spiegel der Gesellschaft, mit dem wir uns eben leider auseinandersetzen müssen und alle Zeichen setzen müssen, dass Rassismus bei uns nichts zu suchen hat. Du hast es schon angekündigt, wir haben es mit einem kleinen Star von Ausweg gesucht zu tun. Jonata Branches ist das dritte Mal dabei, hat uns mit drei Beiträgen jedes Mal so begeistert, dass er jedes Mal einen Preis mitbekommen hat. Was ist los mit dem Knaben? Ja, ich würde sagen, das ist ein Paradebeispiel für, denken wir, 5 oder 10 Jahre weiter. Dann werden wir alle sagen, wie toll, weißt du noch, als wir bei Ausweg gesucht ihn auszeichnen durften. Und dann werden wir ihn auf der großen Bühne sehen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dieser großartige junge Mann da seinen Weg gehen wird. Alles richtig gemacht. Und wir hatten ihn zuerst. An dieser Stelle wieder ein herzliches und begeistertes und ehrfurchtsvolles vielen Dank, Conny Holsten. Vielen Dank dir. Wiedersehen. Hallo, ich bin Jonathan. Und ich bin Chiorben. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir den Preis gewonnen haben und erzählen euch jetzt noch ein bisschen was zu unserem Video. Warum habt ihr euch für das Format entschieden? Weil ich mich mit einem Video am besten ausdrücken kann. Und warum habt ihr dieses Thema gewählt? Weil jeder im Ausland ein Ausländer ist und wir beide die Situation kennen, uns in einem anderen Land neu einzuleben, zurechtzufinden. Die Geschichte basiert tatsächlich darauf, wie wir uns kennengelernt haben, nämlich als Sprachtandem. Möchtet ihr euch bei jemandem bedanken? Ja, also wir möchten uns bedanken bei allen Leuten, die mit uns gearbeitet haben. Und natürlich auch bei Auswege gesucht. Vielen Dank. In diesem Jahr ist Ausweg gesucht ja ein Kreativwettbewerb, wie wir alle schon mitbekommen haben. Zwei Kategorien haben wir schon gesehen und die dritte lautet Text. Und weil wir hier in den Pustorf-Studios so unendlich viel Platz haben, haben wir uns gedacht, laden wir doch die Gewinner und Gewinnerinnen einfach mal hierher ein und lassen sie selber vorlesen, was sie da so eifrig geschrieben haben. Wir fangen an mit der Kategorie 15 bis 17 Jahre. Auszeichnen möchte die Jury auch eine sehr düstere, aber unfassbar wortgewaltige Kurzgeschichte, die uns zurück in die Zeit des Nationalsozialismus wirft. Hier nimmt uns die Autorin auf sehr intime und berührende Art und Weise mit in die Gedankenwelt eines 8-jährigen Jungen, der im Konzentrationslager gefangen gehalten wird und sich auch schon darüber bewusst ist, dass seine Eltern dort ermordet wurden. Entsprechend hoffnungslos ist sein Ausweg. Hört mal selbst, das ist der Kreisel. Der Kreisel war zerbrochen. In kleinen, hellen Holzsplittern lag er, wie eine entzweigeteilte Eichel, wie ein entzweigeteilter Geburtstag, wie ein entzweigeteiltes Leben vor ihm auf den Platten. Eine einzelne Träne löste sich von seiner Wange und landete zwischen den Splittern. Es schien ihm, als könnte er ihren Aufprall spüren. Die Uniform schlug ihn nicht. Sie schrie nicht weiter. Sie ging. Fort, verschwand im Nebel, für immer. Und er wusste in diesem Moment, der genauso winzig, genauso ungreifbar, genauso wichtig war wie der zuvor, dass seine Eltern nicht zurückkommen würden. Er wusste, dass er nie wieder auf der anderen Seite des Zauns stehen würde. Er wusste, dass sein Leben vergangen war. Fort, verschwunden im Nebel, für immer. Wusste, dass der Ausweg des Kreisels sein eigener sein musste, sein würde. Uff, Leute, ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, das war Gänsehaut-Feeling pur. Eben gerade hat sie noch für uns gelesen und jetzt ist sie schon hier bei mir auf der Couch quasi. Ilva Immelmann, hi. Hallo, ich freue mich total hier zu sein. Schön, dass du hier bist. Ja, mega krass, ey. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wie kommt man auf so ein krasses Thema, Nationalsozialismus? Wie ist dir das zugeflogen oder wie?
So ungefähr. Also ein Lehrer von meiner Schule macht jedes Jahr zum 9. November, also zum Jahrestag der Reichspogromnacht, eine Gedenkveranstaltung mit Schülern der 10. Klasse, wo man sich eben 6 Monate vorher schon anfängt, mit dem Thema auseinanderzusetzen, Texte dazu zu lesen, mit Zeitzeugen zu sprechen. Wir gehen auch Stolpersteine putzen. Und in dem Rahmen habe ich mich dann auch in meiner Freizeit sehr viel mit dem Thema beschäftigt und habe dann ganz viele Ideen gehabt, die ich auch größtenteils umgesetzt habe. Und da ist mir eben dieser Text der Kreisel, der war für mich ganz besonders wichtig. Und wow, so bin ich dazu gekommen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, krasses Thema. Auch voll schön mit dem Lehrer, der da auch wirklich jedes Jahr aufs Neue da so dafür sorgt, dass es nicht in Vergessenheit gerät alles. Auf jeden Fall. Wie ist es dann, wenn du anfängst zu schreiben? Wie ist dein Prozess so? Also mit der Idee, wissen wir ja jetzt, so ein bisschen aus dem Alltag inspiriert. Und dann, wie geht's weiter? Also meistens schreibe ich eben ganz spontan irgendwie mitten in der Nacht meine Texte, wenn ich gerade irgendeinen zündenden Gedanken hatte. Und entweder lasse ich den dann so oder schaue ein paar Tage später nochmal drüber, überarbeite den. Ich glaube, wirklich zufrieden bin ich nie, weil ich immer noch irgendwas finde, was ich verbessern oder verändern kann. Und bei dem Text, den habe ich tatsächlich schon vor 2 Jahren geschrieben. Und eben weil er für mich selber auch so wichtig war und mich auch beim Schreiben immer so ein bisschen mitgenommen hat, habe ich da immer alle paar Monate nochmal drüber geguckt, habe den überarbeitet. Und es ist sozusagen einfach ein Produkt von meinen schreibeigenen Eigenheiten aus den letzten 2 Jahren. Wow, ey, krass. Also richtig schön zerstückelt und gar nicht in einem runtergeschrieben. Voll verrückt. Ilva Immelmann, das ist, glaube ich, ein Name, den wir uns alle merken können, weil in ein paar Jahren, könnte ich mir vorstellen, stehen hier überall in den Bestsellerregalen Bücher mit ihrem Namen drauf. Wunderschöner Text, der Kreisel. Dankeschön, dass du mitgemacht hast. Und dir gehören natürlich 500 Euro für bester Text in der Kategorie 15 bis 17 Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. In der Kategorie 18 bis 25 Jahre warten aber auch noch 2 Beiträge auf uns. Und ich würde sagen, Olli, kannst du mal übernehmen, oder? Und auch hier geht's von den Youngstern zu den Oldies. Und auch in der Kategorie Text 18 bis 25 Jahre werden 2 Beiträge ausgezeichnet. Bevor ich den großen Fehler mache und zu viel verrate und euch wieder blutig quatsche, gebe ich einfach mal die Bühne frei für Carla Schmidt und ihren Text. Ganz kurz mal gucken. ICD-10 F41.1. Stimmliche Unterstützung bekommt sie bei ihrer Lesung von unserem Jurymitglied Hanna Göbel. Viel Spaß. Sie nahm meine Gedanken immer öfter in Geiselhaft. Sie war nicht mehr nur ein kleiner Teil meines Lebens, sie bestimmte mein Leben. Du spürst die Angst in dir hochsteigen, schaust hektisch um dich herum, deine Arme um dich schlagend, um deinen Kopf über Wasser zu halten. Überforderung erfasst dich, du verlierst die Kontrolle. Du schaffst es noch einmal Luft zu schnappen, dann begräbt dich das Wasser. Sie richtete sich in meiner Brust ein. Sie besaß mich. Sie malte meine Welt grau und bedrohlich. Und ich glaubte ihr. Die Massen drücken auf deinen Körper, nehmen dir die Luft zum Atmen. Du öffnest deine Augen, erkennst nur einen hellen Schimmer über dir. Das muss die Sonne sein. Panisch paddelst du mit Armen und Beinen Richtung Licht. Sie war das Fundament von allem, was ich fühlte, dachte und tat. Sie war ständig bei mir. Es erscheint dir ewig, bis du plötzlich deinen Kopf aus dem Wasser heben kannst. Keuchend schnappst du nach Luft. Einige hektische Atemzüge später hast du dich etwas beruhigen können. Du versuchst, dich zu orientieren. Der Preis für den besten Text in der Kategorie 18 bis 25 Jahre geht an Carla Schmidt und den Text ICD-10 F41.1 und 500 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Eine Frage liegt nahe. Wie kommst du zu dem Titel ICD-10 F41.1? Was hat es damit auf sich? Leute, die sich mit Therapie auskennen oder grundlegend mit Krankheiten, die werden es wissen. Die ICD-10 ist, ich glaube, im Grunde in Deutschland das Verzeichnis für Krankheiten. Und ICD-10 F41.1 ist die Nummer für die generalisierte Angsterkrankung, unter der ich gelitten habe. Deshalb auch dieser Text. Das heißt, der Text ist ziemlich persönlich. Ja. Kannst du uns erzählen, so wie dein Text den Weg zu uns, zu Ausweg 2020 gefunden hat? Ich bin Bus gefahren und habe eine Werbung gesehen dafür und habe gedacht, da mache ich mit. Und ich bin seit 2 Jahren bin ich in der Therapie, genau deswegen.
und habe dann schon ein bisschen überlegt und dann hatte ich nämlich meine allerletzte Sitzung und dachte dann, irgendwie ist das ein runder, schöner Abschluss, deswegen schreibe ich mal diesen Text und versuche es einfach mal. Und es hat ja freundlicherweise geklappt. Haben wir ein Glück? Ja. Du verwebst in deinem Text zwei Ebenen. Auf der einen Seite gibt es die fast personalisierte Angst und auf der anderen Seite der physische Kampf gegen das Ertrinken. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen, beide Ebenen und warum du das so großartig und kongenial miteinander verwoben hast? Also der Part, wo sozusagen auch eine Ich-Perspektive geschrieben wird und wo es sehr viel so um diese personalisierte Angst geht, das ist der Part, den ich emotional so empfunden habe über Jahre lang. Und der andere Part ist so ein bisschen, um das Leuten, die sich damit gar nicht auskennen, einfach irgendwie nahe zu bringen. Und deswegen habe ich dieses Bild gewählt, dieses Ertrinkens und dieses, man versucht gegen anzukämpfen, was wird dadurch nur noch schlimmer. Und ich hoffe, dass so Leute das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen können. Wir haben uns vorhin unterhalten und da ging es um Panikattacke. Das kennt eigentlich jeder. Was du beschreibst, ist was viel Feineres. Und ich glaube, da war noch was raus wollte, beziehungsweise wo du darauf aufmerksam machen möchtest. Ja, ich bin selber jahrelang rumgelaufen und ich war schon immer ein ängstlicher Mensch und es wurde aber irgendwie immer mehr. Und ich kannte dieses Bild von Panikattacken, das kennt man ja irgendwie und das hatte ich nie. Und dann dachte ich, ich habe halt kein Problem, weil ich habe keine Panikattacken. Dass es sowas gibt wie eine generalisierte Angsterkrankung, wusste ich überhaupt nicht zu dem Zeitpunkt. Und deswegen ist es, also ich glaube, viele Leute laufen rum, die denken, sie sind sehr ängstlich, wissen aber nicht, dass sie eigentlich mit einer Therapie echt wieder ein sehr viel leichteres Leben führen könnten. Und genau, deswegen fände ich es halt schön, wenn vielleicht sogar auch Leute das lesen und denken, ach krass, irgendwie sehe ich mich da selber, ich glaube, ich muss das mal angehen. Weil es lohnt sich auf jeden Fall. Einfach mal kurz wirken lassen. Ist nicht meine Art, aber das lassen wir stehen. Wow, danke. Pläne für die Zukunft? Erstmal irgendwann mit dem Studium fertig sein und dann kann ich mir vorstellen, so in die Richtung Journalismus zu gehen, einfach weil ich gerne schreibe. Aber das steht noch in Stern. Ja, mach das, hoffentlich. Tu uns den Gefallen. Dann mach ich's. Okay, wir werden viel von Ihnen hören, Frau Schmidt. Der nächste Gewinnerbeitrag in der Kategorie Text 18 bis 25 Jahre hat den wunderschönen Titel Das unbändige Verlangen nach Liebe. Und auch hier werde ich einen Teufel tun, euch zu lange hinzuhalten. Bühne frei für Sophia Winter. Die vertraute Hölle, die irgendwann so vertraut geworden ist, dass sie fast einen Anklang von Zärtlichkeit hat, weil sich diese Art von Zärtlichkeit immer noch schöner anfühlt als das Gefühl, nicht geliebt zu werden und mit Deckweiß bepinselt zu sein, obwohl wir doch alle vom Leben gezeichnete Kunst sind, die gesehen werden sollte. Du weißt, dass diese Abhängigkeit wie russisches Roulette ist. Du hast es bereits als Kind gewusst, bei jedem Menschen, der falsch für dich war, auch wenn er abseits deiner Gegenwart gar nicht falsch war. Du führst eine Dauerbeziehung mit gescheiterten Versuchen, gehalten zu werden wie ein kleines Kind, um zurückzuholen, was längst verloren ist. Denn ohne Liebe bleibt man wie eine Pflanze ohne Licht und Wasser. Man kann nicht wachsen und irgendwann wird man sterben. Es sei denn, du wirst irgendwann in den Spiegel sehen und verstehen, dass dein unbändiges Verlangen nach Liebe nur dann verschwindet, wenn du anfängst, diese Liebe in dir selbst zu suchen. Denn ich verspreche dir, wenn du diese Liebe irgendwann gefunden hast, wird sie dich hintragen, wo auch immer du gerne sein möchtest. Das Feuer in dir, an dem du dich jahrelang verbrannt hast, weil du nie satt geworden bist, wird langsam erlöschen und auch dein angeknackstes Herz wird langsam verheilen. Der Preis für den besten Text in der Kategorie 18 bis 25 Jahre und damit 500 Euro Preisgeld gehen an Sophia Winter und ihren Text Das unbändige Verlangen nach Liebe. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Oh. Es geht um Hunger und offensichtlich nicht nur um den nach Liebe. Kannst du uns ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte deines Textes erzählen? Ja, also zu der Zeit ging es mir sehr, sehr schlecht. Ich war sehr krank, hatte Magersucht und Bulimie. Und wir sollten dann im Deutschunterricht einen Poetry Slam schreiben. Und den habe ich dann meiner Lehrerin gegeben und die war sehr berührt davon. Und ja, seitdem haben wir eigentlich ein sehr enges Verhältnis und sind jetzt auch nach dem Abi noch sehr, sehr gut befreundet. Und sie hat mir auch aus der Krankheit geholfen. Ja. Glückwunsch. Dankeschön. Scheiß auf das Geld. Stimmt. Wer weiß. Du hast vorhin schon ein bisschen erzählt und frage jetzt das, weil ich bin fasziniert. Wie bist du zu uns gekommen, Ausweg gesucht?
Wie hast du uns gefunden? Also meine beste Freundin Sina hat letztes Jahr schon gewonnen. Sina Maupetant. Maupetant. Genau. Ja. Für Leute, die unseren Wettbewerb verfolgen, glaube ich, einmalige Preisträgerin und dreimal eingereicht, hat nicht aufgegeben, ist dran geblieben und jetzt schickt sie uns dich. Genau. Großartig. Danke, Sina. Ja, ich war letztes Jahr, habe ich halt zugeguckt und fand das dann ganz cool und dachte, ich mache auf gut Glück einfach mal mit. Ja, und dann. Gewinnen kann ich auch. Genau. Haben wir ein Glück. Cool. Ja. Sehr geil. Arbeitest du schon an neuen Texten? Aktuell nicht, aber ich schreibe trotzdem schon sehr, sehr lange. Also schon als Kind habe ich angefangen zu schreiben. Wie fängt man an zu schreiben? Keine Ahnung, ich habe einfach angefangen. Ich habe nie gerne gelesen, aber geschrieben habe ich schon immer irgendwie. Ja. Und schreibst du gedanklich für jemanden oder ist es für dich? Bist du da, also. Ist da so eine Zensur drin, die schon mal für sich denkt, ah, das wird eventuell später jemand lesen, deswegen schreibe ich das besonders gut? Eigentlich ist es für mich tatsächlich, also es ist auch irgendwie für mich eine Art Verarbeitung, ja. Okay, hochpersönlicher Text. Ja. Mir bleibt nur noch eins übrig, herzlichen Glückwunsch zum Preis. Dankeschön. Und vielen, vielen Dank für deinen Text. Ja, gerne. Und an dieser Stelle gebe ich weiter an meine Kollegin Bianca Masterla zum Sonderpreis der Bremischen Kinder- und Jugendstiftung. Den Sonderpreis der Bremischen Kinder- und Jugendstiftung sandt in diesem Jahr ein Textbeitrag ab. Und zwar die Kurzgeschichte Ich im Spiegel, die einen echt authentischen Einblick in eine Krankheit gewährt und auch Verständnis dafür schafft. Denn nicht immer ist es für Menschen nachvollziehbar, wie das, was ihnen so leicht fällt, für andere das Mutigste überhaupt sein kann. Nämlich zu leben. Dieser Text geht richtig unter die Haut. Spürt selbst. Wieso hast du das getan? Ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage in den letzten Wochen zu hören bekommen habe, aber sie ist zum täglichen Programm in meinem Leben geworden. Ich bekomme diese Frage so oft gestellt, wie ein anderer Mensch ein Hallo oder ein Auf Wiedersehen bekommt. Statt mich zu begrüßen, höre ich diese Frage. Wieso hast du das getan? Es ist nicht so, als ob ich keine Antwort darauf hätte. Ich habe sogar eine ziemlich gute Antwort darauf. Aber es geht niemandem etwas an. Also breche ich sie mit meinem Schweigen, wie sie mich gebrochen haben. Wieso hast du das getan, will ich schreien. Wieso hast du nichts getan? Wieso hast du nichts getan? Aber ich schreie nicht. Ich schweige in der Hoffnung, dass sie mich irgendwann in Ruhe lassen. Dass sie irgendwann sehen, dass es keinen Sinn hat, nachzufragen, weil die Antwort immer die gleiche sein wird. Dass sie irgendwann einfach wieder das machen, was sie auch vorher getan haben. Nichts. Schon wieder so ein literarisches Meisterwerk, was wir hier bei Ausweg gesucht vorgelesen bekommen haben von Ann Murawski. Ich im Spiegel ist das gewesen und sie ist direkt hier rüber gehuscht und sitzt hier bei mir mit auf der Couch bzw. auf dem Sessel. Hi Ann. Hallo. Schön, dass du hier bist. Krasses Thema, krasser Text. Wie bist du darauf gekommen, über Depressionen zu schreiben? Ja, also am Anfang des Jahres ist meine beste Freundin aufgrund ihrer Depression in eine geschlossene Klinik gekommen und das hat mich sehr mitgenommen und das hat auch unseren gesamten Freundeskreis sehr mitgenommen und mir war es wichtig, mich einfach nochmal mit diesem Thema für mich auseinanderzusetzen, um vielleicht nochmal einen Blick darauf zu werfen, um zu sehen, was vielleicht in ihr vorgegangen ist und wie es ihr geht, weil ich selber auch nicht so richtig wusste, wie kann ich ihr da helfen, wie kann ich ihr dabei stehen. Und einfach, dass sie nicht das Gefühl haben muss, dass ich nicht versuche, sie zu verstehen oder sie eben nicht zu verstehen. Und ich denke, es ist auch ein Thema, mit dem man sich auch mal auseinandersetzen sollte. Ist auf jeden Fall ein ziemlich allgegenwärtiges Thema. Depressionen haben ja wirklich viele Menschen und zunehmend wird da ja auch drüber geredet, was auch super wichtig und richtig ist. Welche Message würdest du denn gerne einer Person mit Depressionen schicken? Ja, also das ist natürlich für mich ein bisschen schwierig. Ich hatte zum Glück noch nie was mit diesem Thema oder mit dieser Krankheit zu tun persönlich und bin da auch ein bisschen so eine Außenstehende, die da versucht drauf zu gucken. Und genau deshalb würde ich eigentlich gerne sagen, dass es eben halt auch Hilfe geben kann und man sich, wenn man sich der Situation bewusst ist, sich auch Hilfe suchen sollte, ob es jetzt eben professionelle Hilfe ist oder erstmal von Freunden, Familien oder Verwandten. Und aber auch, dass man selber auch vielleicht versucht, darüber aufzuklären, über das Thema zu sprechen und selber versucht nachzuvollziehen, wie es einem damit geht, weil das, glaube ich, auch in der Gesellschaft noch immer ein Thema ist, was nicht so richtig verstanden wird und diese Krankheit eben auch vielleicht nicht so anerkannt wird für das, was sie eigentlich ist.
und einfach auch nochmal Verständnis für dieses Thema zu schaffen. Das ist dir auf jeden Fall richtig gut gelungen, auch ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet hast du in deinem Text Ich im Spiegel. Und deswegen geben wir von Ausweg gesucht dir den Sonderpreis von der Bremischen Kinder- und Jugendstiftung und somit 1000 Euro. Herzlichen Glückwunsch an. Vielen Dank. So, Freunde, und ich habe jetzt zum letzten Mal die Ehre, unsere coole Band dieses Mal bei Ausweg gesucht, euch nochmal präsentieren zu dürfen. We Had to Leave sind das auf unserer Ausweg gesucht Bühne. We Had to Leave waren das. Mann, waren die gut. Oder? Das war's, oder? Ja, ich glaube, ich schätze, das war's. Es ist schwer, es ist traurig, aber es ist soweit. Nützt nichts. Ausweg 2020 ist zu Ende. Was ihr gerade erlebt habt, war, es war selber ein Ausweg. Ihr habt natürlich nur die Spitze des Eisberges gesehen. Das waren die Gewinner. Aber... Was ja nicht heißt, dass die anderen alle Verlierer sind. Nein, ihr bekommt natürlich alle von uns, die ihr mitgemacht habt, hier bei Ausweg gesucht 2020, eine ganz individuelle Jurybewertung. Ihr bekommt eine Urkunde fürs Mitmachen und ihr bekommt hiermit nochmal den Appell, macht gerne im nächsten Jahr nochmal mit. Alle, die noch nicht mitgemacht haben, aber richtig Bock haben, ey, ihr habt gesehen, das lohnt sich richtig doll. Wir brauchen euch, wir brauchen eure Beiträge, wir brauchen eure Frechheit, euren Mut, eure Inspiration. Wir wollen wissen, was euch umtreibt und vor allen Dingen bitte, bitte, bitte macht weiter. Das war großartig und das nächste Mal im Cinespace auf der großen Leinwand, bitte, 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 bitte. Wobei, es ist ja so schön. Hat was.
Es hat was, aber ihr fehlt ein bisschen. Tschüss. Also, tschüss, ne? Ja, aber nett. Ciao.